So, hallo und herzlich willkommen im Wald schon wieder vor diesem Baum hier. Hier gefällt es mir gerade. Wird ein bisschen kühl, aber noch gefällt es mir. Ja, ich dachte, ich gebe mal so eine kleine Empfehlung ab, was wir als nächstes gucken könnten, nachdem ja jetzt Seven vs. Wild rum ist und wir nichts mehr zu gucken haben. Und wenn ihr jetzt, wie es mir auch häufig so gegangen ist in letzter Zeit, großen Gefallen an verschiedenen Survival-Shows gefunden habt, beziehungsweise generell an Survival-Szenarien und Leuten beim Überleben unter widrigen Bedingungen mit wenig Ausrüstung zuzugucken, dann würde euch bestimmt auch großen Spaß machen, die Inspirationsquelle für Seven vs. Wild, das ist dann nämlich die Serie Alone. Ist großartig, wirklich absolut sehenswert, aber... Jetzt kommt der Elefant im Raum, darum sage ich es auch gleich von Anfang an, das kostet Geld. Staffel 1 und 2 sind in Deutschland mit deutschen Untertiteln verfügbar, Hauptsprache ist ansonsten Englisch. Das Ganze spielt auf Vancouver Island, das kann ich auch gleich verraten, das ist so eine der ungemütlichsten Inseln der Welt. Erstens, da ist es kalt, da wird es zwar nicht unglaublich kalt, aber doch kalt genug, dass du da massive Schwierigkeiten hast und die haben da Scheißwetter ohne Ende. Niederschläge, Niederschläge, Niederschläge und wenn die gerade mal nicht ist, dann ist halt zumal total feuchte Luft. Ist also wirklich eine der miesesten Ecken zum Überleben, die es so gibt. Vorteil, wenn du in der Küste bist, hast du recht viele Ressourcen aus dem Wasser, die du nutzen kannst. Aber ansonsten eine ziemlich fiese Gegend. So, nochmal zum Elefanten im Raum. Staffel 1 und 2 in Deutschland verfügbar, unter anderem bei Amazon. Da kann man einfach mit der Amazon-Suche mal Alone oder Allein eingeben. Findet beides das Richtige und eine Staffel kostet um die 15 Euro. Muss man wissen, ob einem das wert ist. Wer da überhaupt nicht zu gespoilert werden möchte, so gar nicht, der kann sich zum Beispiel jetzt theoretisch so eine Staffel kaufen, mir egal, und guckt mein Video irgendwann hinterher, nachdem er die durchgebinged hat, was ihr dann tun werdet, weil es, also wenn euch das interessiert, wenn euch Survival interessiert, dann ist Alone absolut krass, absolut toll. Hat man großen Spaß mit. Ich bereue die 15 Euro pro Staffel, die ich da ausgegeben habe, überhaupt nicht, gar nicht eine Sekunde. Hat mich wunderbar unterhalten gefühlt und da waren wirklich auch sehr viele rührende Momente dabei und gegen Ende muss man vielleicht Emotionen zeigen. Ja, das machen wir Männer ja nicht, aber vielleicht. Das war der spoilerfreie Teil. Wenn man so gar nichts dazu wissen möchte, dann könnt ihr jetzt einfach meiner Empfehlung glauben, dass das sehenswert ist. Und wenn ihr 15 Euro übrig habt, euch eine Staffel angucken. Theoretisch, wenn ihr wirklich nur sagt, ich möchte gerne eine Staffel sehen und ich will die andere bestimmt nicht sehen, dann guckt lieber die zweite. Die ist nämlich vom Production Value her ein bisschen hochwertiger. Da hatten sie einfach ein bisschen mehr Erfahrung, was sie da eigentlich tun. Sie haben das Ganze ein bisschen geschickter geschnitten. Sie haben es ein bisschen schöner aufbereitet. Es gibt hier und da nochmal einen Ambience-Shot, also mal eine kleine schöne Naturaufnahme zwischendurch. Das ist in Staffel 1 zwar auch manchmal dabei, aber ein bisschen weniger. Es gibt etwas mehr Hintergrundinformationen. Die Teilnehmer werden vorher vorgestellt. In Staffel 1 werden sie einfach ausgesetzt und dann sind sie da und werden dann im Laufe der Staffel nach und nach ein bisschen vorgestellt und jeder kriegt noch so eine kleine Home-Episode, wo man dann sehen kann, wo die herkommen und aus welchem US-Bundesstaat und was die beruflich so tun und warum die sich gute Chancen ausrechnen und so weiter. Das ist in Staffel 2 deutlich schöner gelöst. Staffel 1 ist reines, pures Survival, weitgehend kommentarlos, 10 Nasen draußen beim Überleben zugucken. Staffel 2 das gleiche, aber wie gesagt noch ein kleines bisschen mehr aufbereitet. Und man muss dazu sagen, bei Staffel 2 wussten die Leute schon, worum es bei Alone geht. Das wussten sie bei Staffel 1 nicht. Das hat Konsequenzen. Ja? Mehr will ich gar nicht verraten. Das ist jetzt aber wirklich Schluss vom spoilerfreien Teil. Wenn ihr also so gar nichts darüber wissen wollt und einfach mir glaubt, dass ihr das gucken solltet, dann macht's jetzt. Sonst verrate ich jetzt irgendwelche Sächelchen, die es vielleicht lieber ist, überhaupt nichts darüber zu wissen. Ja? So, also ausschalten. Gucken, wenn ihr wollt. Ne? Mir egal. So, jetzt seid ihr noch da. Dann kann ich zumindest noch ein paar, auch wieder ohne groß zu spoilern, wer sich dann noch für entscheidet, das doch angucken zu wollen, noch ein paar Hintergrundinformationen. So, zunächst mal bei Alone ist im Grunde
10 vs. Wild müsste man es nennen. Es sind 10 Kandidaten mit 10 Gegenständen plus noch ein ganzer Haufen Sicherheitsausrüstung. Die 10 Gegenstände, da gibt es eine Liste, aus der Sie Zeug auswählen können. Und es gibt ein paar Standardgegenstände, die man sozusagen gratis mitbekommt. Meines Wissens ist das in Staffel 1 und 2 eine Baumarktplane im Grunde. Ein Tarp, das so ähnlich wie eine Baumarktplane, wie wir sie kennen, funktioniert. Das gibt es, glaube ich, gratis. Und dann hast du zum Beispiel die Auswahl zwischen Messern, Äxten, Sägen, Angelzubehör. Angelzubehör heißt Schnur und Haken, auch wieder keine Angel. Also einen Stock musst du dir selber suchen, weil es wäre einfach zu... Die Leute, die wirklich angeln können, können mit einer Profi-Angelausrüstung da problemlos jede Menge Fische aus dem Wasser holen. Und das will man eben vermeiden, dass es dann nicht ganz so einfach ist. Ein beliebter Gegenstand ist ein Netz zum Fischefangen. Eine Hängematte kannst du mitnehmen. Du kannst Pfeil und Bogen mitnehmen für Jagdzwecke. Dazu muss man dazu sagen, die Kandidaten dürfen da jagen. Die haben eine komplette Jagderlaubnis für Vancouver Island und dürfen da alles jagen, was man da legal jagen darf. Jeder, der da mit dem Gewehr rumrennt, hat die gleiche Jagdlizenz wie auch die Kandidaten. Sie haben eine vollumfängliche Angellizenz und dürfen da angeln bzw. fischen, was sie halt angeln und fischen können, was legal ist. Aber auch da muss man sich zumindest so ein bisschen an geltendes Gesetz halten. Zu den Gegenständen gehört unter anderem, was man so nicht vermuten würde, auch noch ein Sack Futter. Ein Sack Futter können Sie sich selber zusammenstellen. Es gibt da irgendwie eine Kiloanzahl. Du darfst 2 Kilo, glaube ich, Essen mitnehmen als Nahrungsration. Da bietet sich ein Pemmikan, ein selbstgemachter Pemmikan an. Die meisten haben dann sowas auch dabei. Was gab es denn noch Schönes? Zusätzliche Tarps, selbstverständlich Schlafsack. Klar, jeder hat da einen Schlafsack. Isomatte ist nicht dabei. Die Idee, dass man keine Isomatte mitnehmen kann, stammt also vielleicht auch von Alone, dass man das bei Seven vs. Wild dann möglicherweise so übernommen hat. Weiß ich nicht, könnte sein. Ne? Schnur ist auf jeden Fall auch was fast alle Kandidaten dabei haben. Und so ein Klassiker sind Axt, Messer, Säge häufig, eben verschiedene Tarps, ein Schlafsack, ein Firesteel selbstverständlich. Firesteel ist, glaube ich, das einzig zulässige Tool zum Feuer machen. Und theoretisch könntest du, glaube ich, auch noch Streichhölzer mitnehmen. Das wäre aber blöd, weil wenn du da ewig lange bleiben möchtest, das ist nämlich der Knackpunkt. Alone hat keine Obergrenze. Alone dauert so lange, wie es dauert. Dann wäre eine endliche Zahl von Streichhölzern eine blöde Idee. Ne? Und ja, so im Wesentlichen zur Ausrüstung ist es das eigentlich. Das wird auch gar nicht groß bei beiden Staffeln nicht groß zelebriert und nicht groß gezeigt, wer da was an Ausrüstung mitnimmt. Man kann grob zusammenfassen, dass eigentlich fast jeder diverse Planen, einen Schlafsack, eine Axt, ein Messer, Netz. Netz hat auch wirklich so ziemlich fast jeder dabei gehabt. Fast alle auch ein bisschen Bonusproviant. Ja, und dann gibt es noch so ein paar Besonderheiten. Ja, aber das sind so die Standarddinge, die eigentlich fast jeder dabei hat. Zum Beispiel, der eine hatte einen Bogen dabei. Achso, übrigens muss ich noch dazu sagen, Staffel 1 ist nur Männer, Staffel 2 hat auch Frauen, für wen das interessant ist. Ja, wäre halt einfach ein bisschen ausgeglichener. Mini-Spoiler, die Frauen waren erstaunlich erfolgreich zum Teil. Was heißt erstaunlich? Erstaunlich ist, das ist natürlich wieder böse sexistisch, darf man ihnen ja durchaus zutrauen und haben sie auch gezeigt, dass sie das sehr wohl eben auch können. Ne? So, jedenfalls... 10 Kandidaten, 10 Gegenstände, ein Rucksack, der zählt nicht als Gegenstand. Das heißt, sie können ihren Krempel auch vernünftig transportieren. Sie haben den Rucksack, alles was sie dabei haben, darf auch zweckentfremdet werden. Also die Regel von wegen, die Kamerabox ist nur die Kamerabox und darf für nichts anderes verwendet werden als Kamerabox. Viele haben die zum Beispiel als Tisch verwendet. Sie kriegen einen ganzen Haufen Kameras, einen ganzen Haufen Akkus, verschiedenste Kameras, nicht nur GoPros. Der eine kann damit besser umgehen als der andere. Das ist auch ein Vorteil von Staffel 2, da wurden die Kandidaten vorher gründlich gebrieft, wie sie denn mit der Kameratechnik umzugehen haben, als das bei Staffel 1 der Fall war, weshalb da die generelle Bildqualität dessen, was die Kandidaten so liefern, in Staffel 2 ein bisschen besser ist.
Und dann wird man auf Vancouver Island an einem Plätzchen ausgesetzt, soll sich den anderen Kandidaten nicht nähern. Es gibt aber keine nennenswerte Beschränkung, wie weit du da rumlatschen darfst. Wenn du da also ganz viel rumlatschen möchtest, kannst du das tun. Dafür werden dir irgendwann die Kalorien fehlen, das im größeren Stil zu tun. Das tut auch keiner. So viel kann ich auch schon mal spoilern, also im größeren Stil. Bis auf einer in Staffel 2, der da ein bisschen ambitionierter an die Sache rangeht. Aber im Großen und Ganzen findet da nicht allzu viel Wanderbewegung statt. Und die sind so irgendwie im Schnitt so 4-5 Kilometer auseinander. Und ja, haben ein GPS-Gerät mit einem Rescue-Knopf, den sie drücken können, wenn sie aussteigen wollen. Und dann werden sie halt innerhalb von kürzester Zeit, normalerweise eine halbe Stunde oder sowas um den Dreh, eingesammelt. Kann ein bisschen länger dauern, je nachdem, wo sie sich da gerade befinden, wenn sie sich rescuen lassen wollen. Da gibt es auch, ich sag nicht wo und wann, aber es gibt eine Szene, wo zum Beispiel einer mitten aus dem Wald gerettet werden muss. Das war durchaus spannend. Da war dann auch die Rettung was, wo man sich schon gefragt hat, hoi, 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 hoi. Angenommen, die kommen jetzt zu spät oder wenn die jedes Mal so lange brauchen und je nachdem, was der Grund für die Rettung ist, ist das schon ein Thema. Und damit kann ich vielleicht auch schon erzählen, ohne was zu spoilern, Vancouver Island hat diverse große Tiere, darunter Schwarzbären. Tatsächlich gibt es keine Braunbären, also jedenfalls keine größeren, soweit ich weiß, keine Braunbären, keine bekannte, nennenswerte Population, also auch kein Grizzly, aber ein Schwarzbär ist auch nicht hundertprozentig harmlos, ne? Klar, Schwarzbär ist unter den Bären, die so in den USA vorkommen, vielleicht einer der, sagen wir mal, sympathischeren, oder Kanada vorkommen, der einer der sympathischeren Bären, aber völlig harmlos ist er definitiv nicht. So, dann gibt es Wölfe, jede Menge. Das mag für den einen oder anderen auch ein Problem sein. Und vor allen Dingen gibt es Pumas. Pumas sind tatsächlich richtig, richtig gefährlich. Wusste ich auch nicht, bis ich mir Alone angeguckt habe und dann mal ein bisschen recherchiert habe. Da kommt es, das sagen die Kandidaten auch mehrfach in beiden Staffeln, kommt es schon mal vor, dass so ein Puma Leuten ins Genick springt und ihnen dann einfach in den Nacken beißt. Ja, der springt einfach vom Baum, du läufst vorbei, du denkst nichts Böses, Puma springt dich an. Großkatzen sind generell deutlich gefährlicher als die meisten anderen Raubtiere, weil Katzen sind assi. Ja, das kennen wir von unseren Stubentigern. Und wir sind für sie nur Büchsenöffner und ja, gegebenenfalls auch Futter. Auch vom Tiger kennt man das ja, dass der deutlich häufiger als Menschenfresser tätig ist, wie das andere Großraubtiere sind. Also vor Pumas muss man sich wirklich in Acht nehmen, die sind tatsächlich gefährlich. Und damit kommt es jetzt tatsächlich dazu, dass die Kandidaten bei Alone auf Vancouver Island schon einer gewissen realistischen Gefahr ausgesetzt sind, dass die da tatsächlich nicht mehr heile rauskommen, weil das Rettungsteam eben eine Zeit lang braucht, um da anzukommen und durch die Wildtiere, wenn der Bär an dir rumbeißt, dann kannst du schon deinen Rettungsknopf drücken, möglicherweise, oder du hast ihn kurz vorher gedrückt, aber das hält den Bär ja nicht davon ab, auf dir rumzukauen zum Beispiel. Und das macht die Sache schon deutlich spannender. Das ist halt Ami-Recht. Ja? Der Ami ist ja völlig okay damit, dass Leute regelmäßig von Wildtieren gefressen werden. Oder zumindest getötet. Das ist in Ami-Land keine große Sache. Das akzeptiert der Ami. Und dementsprechend kann man auch bei Alone da mit deutlich geringeren Sicherheitsvorkehrungen als bei Seven vs. Wild an die Sache rangehen. Das heißt, die Leute sind richtig, richtig in Gefahr. Ja? Und ein kleines bisschen haben sie das Ganze ein bisschen dadurch entschärft, da das ja auch kein Zeitlimit hat, man da also theoretisch 100 Tage lang draußen bleiben kann, dass die Periode, wie lange man draußen bleiben kann, irgendwann durch den Winter begrenzt wird, es sei denn, irgendwann schafft es mal jemand, den kompletten Winter da draußen zu bleiben, also mehrere Kandidaten, Last Man Standing, ne? Wer als letztes noch da ist, hat gewonnen. Ist nicht eine definierte Zeit und alle, die dann noch da sind, kriegen Punkte, sondern einfach, wer als letztes noch da ist, hat gewonnen. Punkte gibt's nicht. Ne? Du musst auch selber gucken, wie du dich beschäftigst, die Zeit, die du da draußen bist. Musst irgendwelche Beschäftigungstherapien finden. Du kriegst nicht jeden Tag irgendeine lustige vorgegebene Beschäftigungstherapie, eine Challenge oder ähnliches, sondern beschäftig dich, lass dir was einfallen. Ne? Rezitier Gedichte. Bau dir ein unnötiges Kanu, bau dir ein Floß, zieh mehrfach um, bau eine riesige Hütte, stell einen Aussichtsturm auf, lass dir was einfallen. Was
fies ist. Weil einerseits langweilst du dich da in die Verzweiflung. Isolation plus Langeweile, böse Kombination. Zumindest die Langeweile sollte man also abschalten. Was deswegen fies ist, weil du ja gleichzeitig möglicherweise auch nur sehr wenig bis nichts zu essen hast. Ja, und bei langsamem Verhungern, weil über viele, viele, viele Wochen ist Hunger irgendwann dann schon ein Thema. Über 7 Tage kann man das durchhalten, ich nicht, andere Leute scheinbar schon. Aber es ist physiologisch zumindest kein größeres Problem. Mental möglicherweise schon, ja, wie gesagt, ich würde das nicht so lange durchhalten. Aber über Wochen spielt Hunger dann irgendwann wirklich eine richtig große Rolle und dann auch Energieverlust und dann so ein langsames Verhungern, Abbau der Muskulatur, dass du wirklich nur noch ganz klopprig und schwach auf den Beinen bist, kaum noch irgendwie schwere Dinge bewegen kannst, dich trotzdem zwingen musst, irgendwie jetzt versuchen an Nahrung ranzukommen, Beeren suchen gehen, angeln gehen, kostet alles Energie, kostet viel mehr Energie, je länger man da draußen ist. Der Weg zum Strand wird irgendwann total beschwerlich, psychischer, körperlicher Verfall und man kann den Leuten dabei wunderbar zugucken, wie sie damit umgehen, wie sie alle nach und nach durchdrehen. Auch viele der Männer auch irgendwann anfangen zu heulen und mental völlig aufgelöst sind und nicht mehr können und dann aber doch noch da sind und dann wieder sagen, dass sie nicht mehr können und dann aber möglicherweise doch noch da sind und wirklich krass lange durchhalten und dann irgendwann aufgeben. Und dann kommt da noch die extrem spannende, auch aus der psychologischen Komponente, gerade die psychologische Komponente bei Alone ist unglaublich spannend, kommt dann noch dazu, dass der Gewinner 100.000, glaube ich, oder 50.000 oder auf jeden Fall eine sehr hohe Summe Geld oder 200.000, ich krieg's nicht mehr zusammen, eine große Summe Geld, mit der man privat bekommt, ja, als Preisgeld zur eigenen Verwendung. Und dann hat man da häufig Familienväter, die ihren Kindern nie was haben kaufen können, weil sie halt keine Kohle haben. Und sich jetzt denken, ja, mit der Startbedingung wäre das super. Wir haben in Staffel 1, das kann ich sagen, das erfährt man in der ersten Folge, haben wir einen Kandidaten, dessen Frau gerade schwanger ist daheim, der auch noch ziemlich jung ist und der natürlich beste Startbedingungen für sein Kind sich wünscht, indem er da mit einem Haufen Geld nach Hause kommt. Haus einfach mal abbezahlen kann, keine Schulden mehr haben. Amis haben ja immer Schulden. Wenn sie mal keine haben, ist das eine ziemlich luxuriöse Situation. Das wäre natürlich für den schön. Die meisten haben auch eine gute Motivation, dieses Geld mit nach Hause zu nehmen. Und das wird dann gerade gegen Ende, das ist nicht wie bei Seven vs. Wild, wo gegen Ende es abflacht und keiner mehr was zu tun hat, weil es sind ja nur noch 3 Tage und die kann ich jetzt auch noch rumhocken. Gegen Ende wird es dann richtig dramatisch, weil dann zur zusätzlichen, zur ohnehin schon vorhandenen Belastung noch dazu kommt, dass je länger du drin bist, desto höher ist die Chance, dass du tatsächlich gewinnst. Und du kriegst entweder nichts oder halt den Hauptpreis. Und dann ist dieses Geld, was da im Hintergrund schwebt, das wird, je länger die Staffel dauert, desto präsenter wird das. Und desto relevanter wird das. Die Ersten, die aussteigen, die können noch sagen, ja, ich habe jetzt hier für mein Leben was gelernt und das reicht mir und das ist alles völlig in Ordnung. Und die wissen wahrscheinlich auch, dass wenn sie nach meinetwegen 2 Wochen aussteigen, sie das Ganze eh noch nicht gewonnen hätten. Dass sie auch nicht nah dran sind, das Ganze gewonnen zu haben und so weiter. Und wenn du halt nach, ich sag mal, 5, 6 Wochen aussteigst, dann willst du vielleicht doch auch noch die 7. oder 8. oder 9. oder 10. Woche vielleicht noch bleiben. Ich sage euch absichtlich nicht, wie lange das jeweils gegangen ist. Ja, aber es ist schon lang gegangen. Es ist schon wirklich lang gegangen, sodass auch Hunger eine richtige Rolle gespielt hat. Ja, so viel kann ich schon mal verraten. Und diese Psychologie ist wahnsinnig spannend. So. Außerdem wahnsinnig spannend, was die alles tun zum Überleben, welche Möglichkeiten die finden, Nahrung zu beschaffen. Dabei spielt sehr wohl auch tierische Nahrung eine sogar sehr, sehr große Rolle. Und das ist halt eben auch verdammt realistisch. In einem richtigen Survival-Szenario, gerade in nördlich gelegeneren Klimazonen, findet man zwar ein bisschen Blaubeeren, wie wir aus Staffel 1 Seven vs. Wild kennen, und vielleicht auch noch ein paar andere Beeren und hier und da sicherlich auch mal Pilz, aber
Man braucht tierische Nahrung, man braucht das Eiweiß vor allen Dingen und das Fett, was man bei tierischer Nahrung bekommen kann, weshalb sich eben auch sehr viele der Kandidaten darauf konzentrieren werden. Da kann man enorm viel einfach auch lernen zu Dingen, die essbar sind in der Natur, von denen ich auch nicht viel wusste, bis ich mir das mal angeguckt habe. Ich recherchiere jetzt da neuerdings so nach und nach da ein bisschen in der Gegend herum, was das für interessante alternative Survival Nahrungsmöglichkeiten sind, die sich da aufgetan haben. Ein Mini-Spoiler, Fisch spielt eine Rolle. Ja. Fisch, da kenne ich mich ja überhaupt nicht mit aus. Seit ich Alone geguckt habe, habe ich schon langsam so ein bisschen das Bedürfnis, zumindest so ein paar Basics des Fischfangs vielleicht doch mal zu lernen, weil das halt je nachdem, wo man sich befindet, eine unglaublich nützliche Fähigkeit sein kann, um sein Überleben in einer Wildnissituation erheblich zu verbessern. Ja. Also schon sehr, 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 sehr cool. Zwischenmenschliches, also gerade auch der Umgang mit sich selbst und das, wie komme ich mit mir klar nach Wochen der Isolation. Und Mini-Spoiler, einer baut sich ein Musikinstrument und erfindet den Two-Tone-Song. Der Song aus zwei Tönen, weil sein Musikinstrument hat bloß zwei Töne. Und ja, wieder wer anders baut eine Sauda. Nochmal wer anders driftet ins Spirituelle ab. Und hier noch eine kleine Religiositätswarnung. Religiosität spielt bei den Amerikanern auch eine Rolle. Da sind auch Kandidaten dabei, die sehr gläubig sind. Die sieht man dann auch beten. Und die erzählen einem relativ häufig, dass sie dem Lord dankbar sind für was auch immer gerade passiert ist. Ein Fisch zum Beispiel oder sowas in die Richtung. Wer damit größere Schwierigkeiten hat, sei einfach gewarnt, ne? Das muss man halt wissen, das passiert da. Wenn man so gar nicht ertragen kann, Leuten bei der Religionsausübung zuzugucken. Das ist also eine hochlehrreiche Sache. Es ist auch wirklich spannend, wer da am Ende gewinnt. Lest nicht, bloß nicht auf Wikipedia nach, wer gewinnt. Das steht da nämlich. Ja, kann man sehr wohl nachlesen. Und das macht einem aber die Spannung richtig kaputt. Ich hatte dummerweise nach Staffel 1 das Gefühl, mich jetzt mal zu Alone schlau machen zu müssen. Und habe daher nachgeguckt, wer bei Staffel 1 wer bei Staffel 2 und so weiter und so fort, was da überhaupt. Das sind insgesamt, was weiß ich, wie viele Staffeln inzwischen. Ja, die kann man ja alle in Deutschland nicht gucken. In Deutschland gibt es nur 1 und 2. Wenn man mehr haben möchte, muss man sich irgendein VPN besorgen und das Ganze aus als pseudo-amerikanischer Internet-User aus dem amerikanischen Internet ziehen. Irgendwie, keine Ahnung, kenne mich mit so technischen Sachen ja nicht aus. Aber das geht dann irgendwie, wenn man den Rest noch gucken möchte. Habe ich noch nicht gemacht, muss ich mich mal irgendwann mit auseinandersetzen, weil ich würde schon gerne weiter Alone gucken. Ich bin da wirklich angefixt. Staffel 1 und 2 ist schön, aber reicht mir nicht. Ne? Da gibt es insgesamt 7 oder was weiß ich wie viele oder 8. Keine Ahnung. Ja, schon cool. Und der Winter beendet das Ganze dann irgendwann standardmäßig. Das heißt, die werden so im Spätsommer ausgesetzt und es wird kälter und kälter und kälter und die Bedingungen immer mieser und alle verhungern vor sich hin. Und wer hat den absoluten Dickschädel, das am längsten durchzuhalten? Alle drehen durch, das ist normal, ja, das ist naturgegeben der Fall, wenn du da in völliger Isolation rumhockst. Und ja, vielleicht wäre noch wichtig hinzuzufügen, das habe ich noch vergessen. Das sind alles ausgebildete Survival-Nasen. Ja, also die müssten zumindest theoretisch nachgewiesen haben, dass die wissen, wie man zum Beispiel Feuer macht, wie man Fisch fängt und so weiter und so weiter. Wie man ein Lager baut. Ja, das sind alles Leute, die sich damit intensiv auseinandersetzen. Da ist kein Anfänger dabei. Das wäre auch blöd, der wäre ja gleich tot. Das ist jetzt gar nicht einmal übertrieben, das ist schon möglich. Ja, auf Vancouver Island, ich habe es ja schon gesagt, gerade auch die Raubtiergefahren darf man da nicht unterschätzen. Man darf sie auch nicht überschätzen. Auch das sind keine aggressiven Bestien, die nur darauf gewartet haben, da jetzt endlich mal so einen Typ mit Kamera verspeisen zu können. Aber es ist eine reale Gefahr. Über Unterkühlung in der Nacht, wenn du es gar nicht merkst, dass du unterkühlst und gar nicht auf die Idee kommst, den Knopf zu drücken wegen Kälteidiotie, weil du schon total geistig weggetreten bist und gerade vor dich hin erfrierst. Das könnte passieren. Die haben ein GPS, die, wenn du dich nicht mehr bewegst,
dann würden sie potenziell irgendwann mal kommen und nach dir gucken. Aber das Dumme ist, wie lange musst du dich denn nicht bewegen, damit die kommen und nach dir gucken? Weil gerade in Staffel 1 gibt es Situationen, wo 3 Tage lang im Lager geblieben wird, weil das Wetter so katastrophal ist, dass man nur total durchweichen würde, seine Sachen nicht mehr trocken bekommt bei der Luftfeuchtigkeit. Und daher bleibt man halt 3 Tage lang im Lager. Und darum... Allzu scharf kann dieses, wenn sich das GPS-Signal nicht mehr bewegt, kommen wir nachgucken, eigentlich nicht gewesen sein. Ja, vielleicht haben sie dann auch die Möglichkeit, da noch anzurufen, das weiß ich nicht. In Staffel 1 gibt es, glaube ich, weiß ich nicht. In Staffel 2 gäbe es noch ein Funktelefon, wo man dann auch mal anrufen könnte und mal nachfragen, ob alles okay ist, wenn sich jemand ewig lange nicht bewegt hat. Und weil das über so einen langen Zeitraum geht, gibt es medizinische Check-ups. Also alle x Tage kommt der Arzt vorbei, guckt mal, ob die Leute noch einigermaßen in der Lage sind, da weiterzumachen, ob man es verantworten kann, den da noch länger draußen zu lassen oder ob jemand inzwischen kurz vorm Abkratzen ist und einfach aus medizinischen Gründen nicht mehr mitmachen darf. Ist noch nicht vorgekommen, bisher ist meines Wissens noch nie jemand aus medizinischen Gründen ausgeschieden und man kriegt diese Checkers auch nicht zu sehen, um die Immersion nicht kaputt zu machen, dass die da wirklich die ganze Zeit allein sind, aber bei den Checkups kommt wirklich nur kurz der Arzt, checkt die ab und haut wieder ab. Sie kriegen neue Akkus für die Kamera. Ja, die Akkus werden ausgetauscht, beziehungsweise Powerbänke ausgetauscht, voll gegen leer, sowas in die Richtung. Speicherkarten werden mitgenommen, ja, damit die dann gesichert sind, neue Speicherkarten mitgebracht. Aber das war es dann auch. Ja. Ist also insgesamt, weil das nicht gezeigt wird, könnte man so ein kleines bisschen vermuten, da ist ein bisschen Beschiss dabei, aber so würde ich es nicht nennen. Das kann man ja alles nachlesen. Es wird zwar nicht zelebriert, aber man kann es nachlesen, dass das stattfindet. Ja, wenn ich jetzt noch mehr erzähle, wäre es tatsächlich ein Spoiler und ich bin eigentlich ganz zufrieden, dass ich es bisher hingekriegt habe, nicht zu verraten, wer wo gewinnt und wer wie wo, so weit, wie weit kommt, außer dass ich gesagt habe, die Frauen sind erstaunlich erfolgreich gewesen in Staffel 2, das ja, ist eigentlich ein kleiner Minispoiler, aber mehr habe ich nicht verraten bisher und dabei will ich es auch belassen. Also wenn euch das interessiert, wenn ihr eine richtig tolle Survival-Show, pures Survival ohne Schnickschnack, unter harten Bedingungen, für lange Zeiträume, mit wirklich der dringenden Notwendigkeit, Nahrung zu beschaffen und mit der eigenen Psyche klarzukommen. Wenn ihr das sehen wollt und kein Problem damit habt, dass das auf Englisch ist, wie gesagt, deutsche Untertitel gibt's, Alone, absolut klasse. Absolut klasse, sehr, 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 sehr sehenswert. Ich habe gerade Bock, mir gerade das Ganze nochmal anzugucken. Ja, kostet halt 15 Euro pro Staffel. Könnt ihr euch überlegen. So, also, macht es gut, bis zum nächsten Mal und würde mich freuen, wer schon gesehen hat, wenn ihr einfach noch ein paar Kommentare da lasst, wie ihr es gefunden habt. Würde mich einfach persönlich interessieren und ja, macht's gut.